Hallo und herzlich willkommen. Neue Folge Secret of Mana, das Remake. Ich hoffe, ihr habt Lust. In der letzten Folge sind wir ein bisschen herumgewandert in dieser Welt nach Norden zu den Zwergen. Wir haben zwar unsere Waffen etwas verbessert, aber wir haben auch keine Lösung gefunden, wie wir nach Süden kommen momentan, weil wir hier natürlich nicht vorbeilaufen können. Sie versperrt uns den Weg. In der Burg waren wir schon, hier im Dorf haben wir uns umgehört. Nichts zu machen. Es geht nur nach rechts. Nach rechts geht es auch nicht. Ich meine, es geht nur nach Norden zur Burg. Schauen wir mal, ob es da noch irgendwo eine Abzweigung gibt, wenn wir nach Norden gehen. Zur Burg möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Denn wir waren ja schon da. Wir konnten jetzt da auch nichts Großartiges machen. Ah, wir sind noch gar nicht bei der Burg. Das ist gut. Ich dachte, da oben ist schon die Burg. Jetzt bin ich aus Versehen wieder nach unten gelaufen. Es tut mir leid. Laufen mal nach oben. Das heißt, hier gibt es noch eine andere Möglichkeit, was gut ist. Wir müssen den Pilz erstmal vernichten hier. Ich will in Ruhe das Schild hier lesen. Ja. Gehen wir Richtung Potrus. Erstmal. Schauen, ob wir da noch was finden werden. Uns weiterhilft. Sups. Werde ich auch jetzt nicht alles noch komplizierter machen, indem ich hier noch länger die Gegner verprügele hier. Die sind ja auch ziemlich schwach. Das lohnt sich fast gar nicht mehr von den Erfahrungspunkten her. Schauen wir mal, wo war denn unsere Schnellreise, unsere Kanone mit Lebendmaterial, mit Lebendwaffen, mit Lebendmunition. So. Ja, schauen wir hier. Wassertempel. Da sind wir auch hergekommen. Da gab es ja auch nichts mehr. Wir haben ja dieses Elementar gerettet. Gehen wir mal Richtung Potos. Der Kanonier. Da wollte ich auf jeden Fall hin. So, Kanonier. Fertig, aus. Den haben wir auch noch gar nicht gesehen. Hey, ich mache dir ein Angebot. Nur 50 Goldmünzen und du kannst dir aussuchen, wo es hingeht. Ach so, der kann... Nur zwei Optionen hat man da. Gut. Na, schade. Ich hätte sie gern benutzt, aber es bringt jetzt nicht so viel. Wassertempel. Haben wir vielleicht einen Trigger im Wassertempel vergessen? Das kann natürlich sein, aber geiles Nabel, da sind wir hergekommen. Ich lasse es mal. Ich glaube, der Wassertempel ist doch nicht so weit entfernt gewesen, oder? War der nicht gleich hier im Norden schon? Kanonier, gehen wir nochmal nach oben. Außerdem wollte ich erst nach Potos noch. Potos. Auf Anordnung unseres Ältesten wurdest du aus dem Dorf verbannt, also verschwinde. Was? Ich bin hier mit Freunden. Ich will zurück. Ist klar. Wir sind immer noch sauer auf uns. Gab es jetzt hier noch eine Möglichkeit? Warte mal, was war? Wassertempel, ja, da gehen wir mal hin. Der Wassertempel ist nicht so weit weg. Ah, der sieht toll aus, der Baum. Den Äpfel noch. So, Gefahr. Okay, das ist wieder Goblin-Gebiet, alles klar. Jups, jups, jups. Was haben wir? Willkommen bei Ruffy. No, no, Ruffy, wir wollen jetzt erstmal nicht zu dir. Ich bin mir sicher, du wirst uns noch des Öfteren begegnen. Ob wir wollen oder nicht. Denn du hast ja immer eine gute Stelle, um dein Geschäft zu machen. Okay, nur geradeaus Wassertempel. Und hier geht es dann noch zum Geisterwald, glaube ich. Oder? Testen wir mal. Ich hoffe, ich kann wieder zurück. Ah ja, eher Geisterwald. Ist klar. Ach, ich dachte schon. Ja, Geisterwald müssen wir jetzt auch nicht unbedingt. Schauen wir mal, ob wir irgendwas am Wassertempel übersehen haben. Ob Rusalka, glaube ich, heißt sie, ob sie noch ein paar Hinweise für uns hat vielleicht. Wow, wir sind die Schreppmann jetzt schnell gerannt.
die Wege auch immer so weit sein müssen. So, hi, gibt's Neuigkeiten? Lass mich dich heilen. Ja, speichern können wir auch. Na klar, einmal speichern schadet nicht. Mit Hilfe von Odins Kräften kannst du im Tempel in den Tiefen die Lava erkalten lassen. Okay, alles klar. Kristallorbs sind so beschaffen, dass sie auf eine ganz bestimmte Elementarmagie reagieren. Okay, wir müssen Magie anwenden. Um den Tempel in den Tiefen. Wie war das? Nochmal. Nein. Da haben wir doch unsere Hinweise. Mit Hilfe von Udins Kräften kannst du dir im Tempel in den Tiefen die Lava erkalten lassen. Und die Kristallorbs reagieren auf Elementarmagie. Auf bestimmte. Okay, wir können die Lava erkalten lassen. Der Tempel in den Tiefen war der. Ist der Richtung Gaias Nadel? War das der, wo wir vorher waren? Mal, was hier noch, ob es hier noch was Neues gibt. Kann das hier vielleicht sein? Hier war ich ja auch selten. Kann er hier? Gibt es hier was Neues? Da muss doch was geben. Das ist doch ein Geheimnis. Das rieche ich doch. Die Wand, die öffnet sich doch. Der Tempel in den Tiefen. Vielleicht können wir hier gleich beim Wasserelementar was bewirken. Wasserelementar auf der östlichen Seite war das doch. Mal schauen, ob wir da noch was öffnen können. Ansonsten fällt mir jetzt nur hier dieser Orb bei den Zwergen ein. Den wir vorher schon hatten, wo ich jetzt nichts machen konnte eben. Das wäre der einzige. Der Wassertempel ist aber auch riesig, ne? Der Tempel in den Tiefen. Schauen wir mal, ob das der rechte ist. So, ja, da war noch ein Tempel. Ja, die sind schon ein bisschen stärker hier. Kommen auch noch mal hier vorbei. Da lohnt sich das Kämpfen auf jeden Fall bei denen. Aber die Magie können wir trotzdem noch nicht verwenden, habe ich das Gefühl. Also sie würden ja, auch wenn ich jetzt zu blöd für die Steuerung bin, würden sie doch die Magie von Haus, also von sich aus benutzen. Oh, Bonbonrettung, Bonbonrettung. Okay, ich dachte, ich habe keinen, aber ich habe jetzt zwei sogar. Ach so, der leuchtet ja gar nicht, wenn man ihn nicht benutzen kann. Deswegen sieht er so inaktiv aus, der Engelskelch. Ja, hier kaum haben wir die stärkeren Gegner hier. Hat Popeye schon ein Level abbekommen. Säuresturm. Dankeschön. Du hältst aber auch was. Zauber ist abgeklungen, der Verzauber. So, nach oben. Zack. Haben wir hier was übersehen vielleicht? Nö, das ist ja nix. Ich dachte, wir hätten vielleicht hier was übersehen. Gut, das Ausschlussverfahren wird immer enger. Das heißt, es gibt immer weniger Möglichkeiten, wie es hier im Spiel weitergeht. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob das früher auch so schwer fiel, hier den Weg weiterzufinden. Ja, ja, ja. Gut, also wir haben hier momentan nichts gefunden, außer den Hinweis von Rusalka. Das war ja eigentlich ein guter Hinweis.
den Tempel in den Tiefen besuchen sollen. Und der Kristallorb reagiert. Also es kann eigentlich nur der bei Gaias, den wir vorhin hatten. Das könnte doch nur der gewesen sein. Bei Gaias Nabel. Anderes fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Gehen wir mal zum Kanonier auf jeden Fall und dann Richtung Gaias Nabel nochmal. Und dann schaue ich irgendwie, ob ich die Magie da anwenden kann, ob uns das was bringt. Obwohl ich die Steuerung noch nicht da begriffen habe. Schauen wir mal, ob wir es zum Kanonier schaffen. Ah, wir haben ja auch alle schon ganz schön hier Lebenspunkte eingebüßt. Aber es waren nur in die paar, diese Fischwesen, die uns da getroffen haben. Ziemlich stark. So, ich renne einfach mal durch zum Kanonier und dann der Kanonier schießt uns jetzt für 50 Richtung Gaias Nabel. Ah, geh mir aus dem Weg. Ah, ich will zum Kanonier. Da ist er doch. Gut, die Animation wollte ich ja sowieso mal sehen. Ja, mach mir ein gutes Angebot. Wassertempler, kommen wir her. Gaias Nabel. Gaias Nabel, aber gerne doch. Einfach reingehüpft ins Kanonenrohr. Oh, ja. Klingt ja ziemlich vielversprechend. Das ist auch eine große Kanone. Haben wir da alle Platz? Pluck. Boom. Okay. Gibt es noch eine Fluganimation oder so? Ja, bisschen. Bruchlandung. Okay, das war jetzt ziemlich schlecht animiert. Ich hab mir ein bisschen mehr versprochen. Aber immerhin sind wir hier in Gaias Nabel. Gut, gehen wir nochmal runter. Tja, ich habe jetzt auch nicht 100% die Gewissheit, ob das da klappt. Hallo? Ach so, da unten war die Abkürzung. So, habt Geduld mit mir. Jetzt schaue ich mal, ob ich da irgendwie diese Magie anwenden kann. Das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Wenn wir jetzt hier das Elementarwesen haben und können dann die Magie überhaupt nicht anwenden. Und wir haben überall Magiepunkte, außer Tor natürlich. So, immerhin habe ich den Weg gut gefunden. Der haben wir noch nicht. Hier ist der Kristallorb. Er könnte jetzt mit Magie reagieren. Und hier ist Lava. Wir haben Eismagie. So. So fängt schon mal an. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt ist die Frage, wie wenden wir die Magie an? Ich würde halt auf den Zauberstab gehen. Gut. Lässt Eiszapfen auf Gegner herabbringen. Was könnten wir denn anwenden? Frost. Aber das ist ja gegen Gegner. Das ist auch, senkt die Verteidigung der Gegner. Und da steht TP der Gegner. Also das ist alles so Angriffsmagie. Das würde uns doch hier nicht weiterhelfen. Die magische Stufe. Die Magiestufen. Okay, da unten. Warte mal, wo sehe ich das? Zack, hier. Genesung befreit von Statuseffekten. Waffen erhalten die Kraft des Wassers. Das wäre doch was. Und stellt TP wieder her. Heilwasser. Sie muss das doch anwenden können. Gerade auch im Kampf oder jetzt. Das macht doch keinen Sinn, wenn sie es nicht anwenden kann. Gerade diesen Eissäbel, der wäre halt auch gut. Okay, ja, sie hat Magie. Hier kann ich wechseln. Kann ich das jetzt irgendwie... Das hat die überhaupt nicht beschrieben. Wie man die Magie anwendet. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Okay. Geht nichts. Ich drücke alle Knöpfe. Hier geht nichts. Ich kann hier nur die... die Magie lesen. Hier die Fähigkeiten dieser Magie. Gehen wir nochmal raus. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Lexikon. Was sagt unser Abenteuer? 2LP, Prim und Popeye erhalten die Kraft von
Odin, dem Wasserelementar, das nächste Ziel der Gruppe ist, dem Rat Rosalkas folgen, erneut den Tempel in Tiefen mit den Zwergendorf. Da ist doch, da sagt uns doch hier unser schlaues Buch, was wir tun sollen. Erneut den Tempel in den Tiefen hinter dem Zwergendorf, in den Tiefen von Gaias Nabel zu besuchen. Ja, wir sind super richtig. Wir sind richtig. Das Einzige, was wir jetzt tun sollten, ist diese verdammte Steuerung zu kapieren. Gut. Boomerang. Vielleicht habt ihr, haben wir hier irgendeinen Schnellknopf. Ich drücke mal die Knöpfe. Um die Magie anzuwenden. Es wäre sinnvoll, wenn sie einen Knopf hätte und damit könnte man die Magie einfach anwenden. Okay. Ja, aber sie hat keinen Knopf, mit dem sie Magie anwenden kann, soweit ich jetzt sehe. Ich drück mal alles. Vielleicht gibt es hier Informationen, wie man Magie anwendet. Das wäre ja auch was. Ups, falscher Knopf. Das wäre was. Ja, Informationen. Bum, 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 bum. Einstellungen, Steuerung, Ring mit dem Mitstreiter, Angreifen, Rennen. Achso, da kann man es ja noch ändern. Okay, da kann man die Steuerung, warte mal, das war jetzt nicht. Steuerung, Überblick. Rennen, Ringmenü, Ringmenü, Menü, Kurzbefehle nicht belegt. Wegen Menü nicht belegt. Okay. Gut, ich habe eine gute Lösung, Leute. Dass das jetzt super langweilig ist, ist ja wohl klar, dass das super langweilig ist. Und ich jetzt nicht on-screen hier ständig rumprobieren will und erstens sich dann aus wie ein Trottel, ja, was ich jetzt eh schon teilweise so, was so geschehen ist. Und zweitens ist es super langweilig, dazu zu gucken. Ich werde das jetzt mal offscreen testen und euch dann Bescheid geben, wie das funktioniert, wie ich das gemacht habe. Wenn ich das geschafft habe, seht ihr das natürlich in der nächsten Folge. Denn es führt kein Weg dran vorbei. Das ist unser nächstes Ziel. Wir haben alles da. 3 Gruppenmitglieder. Wir sind hier im Zwergendorf, unterirdischer Tempel. Wir haben Frostmagie, Eismagie, das ist ein Lavatempel. Okay, alles spricht dafür, dass das funktionieren wird. Gut, also, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn da viel Ahnungslosigkeit mit drin war. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich geht es dann weiter. Habt einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao.